heute sind wir echt die mehr besseren Marktschreier. Respektive, so, die von der, kennst du die von der Fahrgeschäfte? Also ich komme gerade von der BA. Auf das was ich anspielen. BA ist eine von der grössten Messen, also oder Luzi? Zur Olma in St. Gallen oder Tischbach. Zürich. Basler Herbstmesse gibt es die? Die gibt es eben gar nicht. Irgendein ist doch zugegangen. Einer ist zugegangen. Nicht, dass wir etwas Falsches sagen, lieber Oli Mohler, unser Basler treu Podcast hören. 20 Sekunden knapp. 20 Sekunden. Und dann, den würden wir schon erwähnen. Ja. Aber ich weiss, kennst du den Effekt hier, wenn ich das Mikrofon so in die Hand nehme? Noch einmal eine Runde, nehmen Sie Platz, jetzt hoch. Genau so das. Genau noch das. Das Gekräschu machen sie echt so oben extra. Aber ist das aber dann noch so Pumpe, weißt du, eben auf der Butsch-Autobahn, oder? Oder nicht auf der Butsch-Autobahn, oder auch Riesenrad, also egal, auf welcher... Oder auf so dem Hightower, der jetzt in der BA läuft, 85 Meter. Jetzt noch mal Platz nehmen! Genau, so, du wärst ein guter Marktschreier. Ich hoffe jetzt niemand von diesen Messen, was unseren Podcast, also sonst hoffe ich es natürlich schon, aber sonst wirst du plötzlich noch abgeworben, weil du dich da hervorragend machen. Jetzt geht's nochmal los. Ja. Nein, 85 Meter in die Höhe geht in einem freien Fall. Mir ist nur schon, ich habe schon fast müssen oben abgeben vom Zuschauen. Meine liebe Frau ist doch tatsächlich letzten Freitag auf den Hightower gegangen und hat nachher gesmeilt und ist ganz locker von dem Teufelsgefährt nachher wieder runtergekommen. Also nicht wahnsinnig, also grösstes Chapeau. Ich bin einfach zu gross im Hemmen bei solchen Sachen. Übrigens, würde ich auch nie machen, aber Achtung, akute Verwechslungsgefahr und da merkt man dann wieder, wer so auch 80er 90er Kind sind. Das ist Hightower. So ist das jetzt in einem klamaukigen Film? Ja, Police Academy. Hightower. Ich habe vor einem Jahr geschaut. Das ist so was von einem Jahr? Ja, dann auch mit meiner Frau. Sie hat mir den gezeigt. Der ist sehr, sehr Police Academy ist etwas vom Lustigsten. Gott, der Lieblingsfilm von meinem Schwiegervater. Ah, der ist wirklich, der ist lustig. Der ist herrlich. Wartet so, ich bin so in einem Kaufhaus, ich habe schon den Inhalt nicht mehr ganz präsent. Mhm. Ich weiß es nicht mehr genau. Ja, der Hightower ist einfach der Starke, in dem Mocken. Aber ein bisschen ungeschickt, glaube ich. Stark, aber ungeschickt. Nein, das wüsste ich nicht. Ja, egal. Wir müssen mal wieder Hightower, schauen. Police Academy. Also übrigens, wer Police Academy wirklich bis jetzt noch nie gesehen hat, unbedingt nachholen. Jetzt kommen ja da die Auffahrt zum Pfingsttag. Da kann man das genau, mal... da kommt er sicher mal im Free TV. Ja, es tut doch gut ein bisschen ablassen. Luzi, ich bin emotional unterwegs. Da dazu, ich glaube, legen wir einfach los. Legen wir los. Ja, okay. Energy, voll bei dir. Sie setzen an. Zu Blutgrätsche und Bodycheck. Sporttalk ungefiltert. Mit Energy-Sportreporter Luzi Fricker und Energy-Moderator Roger Schürch. Willkommen beim Ersatzbankgeflüster. Moin, moin. Ja, selbstverständlich müssen wir in dieser Ausgabe über das Wunder von Dortmund reden oder eben das Wunder von Parc des Princes. Dass sich Dortmund durchgesetzt hat gegen PSG. Hätte ich nie gedacht, sensationell. Das noch schnell aufrollen. Und dazu, aus diesem Duell heraus, ergibt sich für mich wahrscheinlich schon einen nächsten Bayern-Transfer. Mehr dazu dann später. Selbstverständlich, jetzt geht es in die heisse Phase rein. Wird der BSC IB am Sonntagabend vielleicht schon Sofa-Meister werden? Oder wenn, wie, was? Wo? Wir machen die grosse Meisterrechnung. Der Luzi hat extra den Rechenschieber vorgenommen. Jetzt derart überlegt, wegen deinem Bayern-Transfer, meinst du? Ein Goalie, weil Manuel Neuer ist ja nicht der Jüngste. Nein, Donnarumma, nein. Mehr dann nachher. Und, Eishockey-WM geht los. Genau, schon am Freitag. Ja, in der Schweiz-Norwegen. Wie ist da die Chance, auf was müssen wir uns da dürfen wir uns da gefasst machen? Mehr dazu ab, aber... Ersatzbankgeflüster. Mit Energy-Sportreporter Luzi Fricker und Energy-Moderator Roger Schürch. Bis nächste Woche. Ja, aber es wird jetzt bis nächste Woche. Ich habe mich wieder mal vertraut. Ja, aber das lassen wir jetzt. Das heisst, ungefiltert. Das kann passieren. Bis nächste Woche. Ja, ja. Wird das jetzt schon ausklingt. Nein, wir sind noch da. Wir sind jetzt noch ein gutes Stündchen da. Vielleicht. Genau, müsst ihr uns mal noch aushalten. Nein, aber ich habe vorher nochmal schnell angedacht, es tut mir jetzt so gut, dass ich mit dir da zusammenhängen kann. Ja, wir haben es vorher schnell besprochen. Es gibt wie in so einer Situation nicht die richtigen
Wort, es ist einfach beschissen. Und richtig. Es, ja, ich kann es ja sagen. Jedes Wort ist da falsch, aber sag du. Ja, also ich habe Anfangswoche meinen Vater verloren, also respektive ach Gott, es ist schon wieder nein, komm, wir müssen einen Sportpodcast. Aber wenn einfach so ein bisschen die Stimmung halt so ein bisschen übergegangen, ich glaube, das darf Platz haben, ja, man muss auch so ein bisschen, dass man über die Gefühle reden kann und in einem Sportpodcast, auch in der Fankurve das gibt muss da man, nicht muss man, die richtigen Worte, es tut mir so wahnsinnig leid. Ja, schon das ist beschissen! Gott, was sagt man, es ist einfach scheisse. Es gibt einfach da nichts Richtiges, was man kann sagen kann. Ja. Dabei würde ich dich ja so gern. Also, du hast mich ja vorher schon umarmt. Umarmen, unterstützen, da sein. Aber jedes Wort, das man in so einem Moment sagt, wirkt einfach doof, wirkt unsensibel, ungespürig. Ah. Ja. Ja, ja. Ja. Aber wirklich grösstes Chapeau. Wie du das verarbeitest? Wie machst du das? Es ist wirklich... Boah. Darf ich schnell... Schau, ja, nur kurz schnell ein Ding. Jetzt ein, zwei Minuten. Vielleicht drei Minuten. Reden wir schnell drüber, nachher Platz wirklich geben. Fertig. Aber so da, wo schnell ein bisschen schnaufen. Aber nachher abhaken und über Sport reden. Also, man darf auch gerne spulen, natürlich. Keine Ahnung, wie ich... Also, für alle die das schon mal erlebt haben, ich glaube, da könnt ihr auch so ein bisschen mitreden, wenn so ein älterer Teil ist. Es geht dem natürlich nach. Es hat mich x-mal geschüttet. Ja, ich kann jetzt so ein bisschen normal einigermaßen darüber reden. Zwischen versackt mir noch die Stimme. Aber ja, es ist heftig. Er hat mich beruhigt, dass ich weiss, darf wissen, dass er ohne Schmerzen eingeschlafen ist und friedlich und jetzt ist man halt dran mit diesen ganzen Vorbereitungen schon wieder nennen für noch das letzte Hurra, wenn ich das so darf sagen, ein bisschen salopp für die Bestattung und so. Ja, wir schaffen halt einfach, wir schaffen durch die Trauer durch. Ach Gott, es ist wirklich eigentlich, es ist wirklich schwierig, über das zu reden. Es ist wirklich schwierig. Nein, aber warum, ich kann mich nur mehr, es ist so, ich würde so gern irgendetwas sagen, wo dir hilft. Es gibt nie die richtigen Worte. Das habe ich jetzt, glaube ich, so ein bisschen gemerkt. Aber es geht ja viel und ich glaube, das einzige, für mich, das einzige Richtige ist gesehen, wenn Leute jetzt von extern, von außerhalb von Familie auf mich zukommen und haben gesagt, hey, look, wenn du reden bitte, darfst du reden. Also, ja, aber wenn nicht, und, Ablenkung auch 100%ig ja, Verständnis, dann reden wir über etwas ganz anderes. Genau. Das machen wir jetzt in der Minute. Und mir hat das halt extrem geholfen. Ja, das Zeug, die unschönen Momente und so können mit meiner Familie, meiner Frau, meiner Mutter, meiner Schwester und so weiter und so fort müssen verarbeiten. Und wir haben uns aber auch gegenseitig halt irgendwie einfach gehabt und das also in den Halt gegeben. Und ich glaube, so ist es am besten. Und ich kann auch sagen, hey, ich bin noch in dieser glücklichen Situation, eben, dass wir einen guten Familienzusammenhalt haben dass das alles stimmt. So. Und dann kann man sich gegenseitig ein bisschen auffallen. Und sonst eben Freunde, die da sind, das weiss ich auch, ja, eben der Arbeitgeber, wo sich auch darum tut, Aber zu viel kann man gar nicht drüber. Wir haben vorhin etwa schon eine Stunde darüber geredet. Ja, das längt. Die Leute denken, sie sind da unsensibel, da nur drei Minuten da. Nein, aber weißt du, es bringt ja irgendwann auch gar nicht mehr. Du kannst das ist jetzt so doof, aber wenn man kein anderes Wort in den Sinn kommt, aber so ein Thema zu Tod reden und die einfach immer wieder, und du musst irgendwann weiter schauen. Und ich glaube, du hast vorher auch noch so etwas Schönes gesagt. Aber es bringt wie, also die Person, die gegangen ist, will ja auch nicht dich noch zurückhalten. Und ja, klar, das immer, darf man traurig sein, aber die Person will ja auch nicht, dass du jetzt Wochen, Monate lang Trübsal blasest bei einem Verlust. Das ist Wunsch. Also wenn ich mal so die Gade, will ich nicht, dass irgendwie meine Angehörige jetzt einfach ein Leben lang nur noch traurig sein. Und das versuche ich aber in so Momenten zu denken, dass vielleicht der Mensch, der nicht mehr unter uns ist, sicher auch mal wett, dass die Angehörigen wieder mal lachen, wieder weiterleben können. Ja, klar, du verlierst jemanden ganz Wichtiges im Herz
Aber ja, das ist blöd. Ah, das ist scheisse, würde ich da sagen. Nein, das ist mir einfach nicht ewig lang traurig, da mal wieder kann lachen kann. Ja, das muss man vielleicht ein bisschen im Hinterkopf haben. Ja. Ja. Aber jedes geht so ein bisschen selber halt mit dem wie es für sich am besten ist. Ich habe jetzt nachher auch schnell ein paar Tage gebraucht. Die können durchschnaufen, wir sind mehr ein bisschen entlastet und das Ganze organisieren etc. Ja, jedes muss da ein bisschen selber wissen, wie es für sich am besten geht. Und wichtig ist, dass man es kann verdauen, dass man darüber redet und ja, also wir sind bei weitem nicht irgendwie ein Psychologie-Podcast oder haben irgendwie etwas diesbezüglich studiert. Geschweige denn noch ein Buch hier darüber gelesen. Ich glaube, das ist so ein bisschen wichtig, das habe ich für mich gemerkt und das muss man wahrscheinlich einfach auch so können. Aber wir haben vorher, um den Bogen in den Sport jetzt noch zu spannen, oder? Beim FC Thun war das dann Armand Demi, oder? Das finde ich krass, wenn du am Morgen erfährst, dass die Papi stirbt oder gestorben ist und dann am Nachmittag legst du noch Chuchu an und das wäre für mich... Das hat mir fast das Herz verrissen. Dann gibt es noch eine Penalty für Thun beim Stand von 0-0, glaube ich. Das ist schon weit über 10 Jahre her. Innenverteidiger und nachher schießt er den Penalty. Boah, trifft. Da verreist es einem fast. Stimmt. Trifft er und ja, nachher zeigt er als Goal. Jubu ist auch blöd gesagt. Einfach nach dem Goal zeigt er mit dem Finger gegen auf. Boah. Das hat dann wirklich fast das Herz verrissen. Jetzt zeige ich jetzt ein bisschen nach dieser Podcast-Folge ein bisschen gegen ihn auf. So. Ja, aber auch wirklich Chapeau. Du, 2 Tage ist erst her. Ja, wie du das schaffst. Oder eben noch 8-mal Däume wieder. Boah. Ja, einfach weiter zu funktionieren, das ist wirklich eine urigöste Bewunderung. Merci. Das Leben geht weiter irgendwie und zum Glück ja auch. Und zum Glück kann man sich auch ein bisschen ablenken und eben das hat der Sport jetzt bei mir auch ein bisschen gemacht. Ja. Genau, jetzt müssen wir irgendwie anfangen. Komm, jetzt haben wir in den ersten 12 Minuten schon einfach die Stimmung wieder komplett in den Boden runtergerissen. Nein, aber komm, einfach wirklich, das ist jetzt gut gewesen, man hat es darüber geredet. Wenn man geht, schaut die Champions League, Mann. Ja, ich würde sagen, unglaublich. Ich brauche das Wort ein bisschen inflationär. Unglaublich. Aber ich hätte wirklich nicht gedacht, nach dem 1-0, ja, hätte ich gedacht, in ein zu dünnes Polster. Die hätten ja dann die Chance gehabt, der BVB im Hinspiel auf 2-0 zu stellen. Und ich dachte, ja, das 1-0 reicht nicht. Ja. Aber das ist tatsächlich zweimal zu null, wobei mir natürlich auch ein bisschen Pfosten und Latte gedrückt. Ach, ein bisschen. Sechsmal, oder? Sechsmal? Viermal? Gestern viermal. Gestern natürlich viermal. Noch zweimal. Stimmt, unter dem Strich gibt es sechsmal. Übrigens, Urte ist auch noch der Zeitstempel, den wir dann noch gemacht haben. Es ist jetzt genau 4:08, das heisst eigentlich der Knüller Bayern Real. Der läuft währenddem, dass wir die Folge aufzeichnen. Also da können wir gar und natürlich wieder nicht im Free TV und nur auf Bezahl. Doch auf Servus.tv oder auf Servus.tv. Servus.tv. Ja, aber dafür bekommen wir hier in unserem Studio nicht. Ist das denn nur, sind das nur Sunrise-Abonnenten? Oder? Nein, das ist einfach. Nein, das kommt darauf an. Also, jetzt lehne ich mich aus dem Fenster, aber ob du Kabel oder Satellit hast, wahrscheinlich. Also ich habe mal so nie, ohne da irgendwie Werbung zu machen, aber wenn wir jetzt das Fernsehabi von meiner Frau übernommen, das ist Sunrise TV und dort kommt dann das Servus TV. Ja, also da kann ich auch Gegensteuer geben, ich habe es von einem anderen grossen Schweizer Fernsehprovider, der mit Swi anfängt und Scom aufhört und dort kannst du schon Servus TV schauen. Aber ist es nicht so, dass ich aber noch eine Paywall schalte, je nachdem? Ist mir nämlich auch schon mal passiert, dass ich ein Match oder so schauen wollte und dann hast du plötzlich eine Paywall gesehen. Ist irgendwie Klamauk, dass irgendwie bayerische Trachten Gruppen auf der das ist wahrscheinlich dann beim Finale. Ich weiss es noch nicht. Aber es hat mich aufgeregt. Aber es hat geheissen bei der Anzeige. Schön Champions League Halbfinale oder Finale und dann kommt eben irgendwie sieht man Menschen in Tieren und im Hofbräuhaus statt Bayern auf dem Feld. Ja. Aber ich glaube, es hat es mir einmal angezeigt im TV-Programm. Okay, gut, ja, aber eben, wie gesagt, wir bekommen ja eh nicht. Und wie gesagt, und der Match ist ja jetzt eh schon durch, wenn du diese Folge wieder hörst. Hey, schau, jeder Folge mindestens. Darum jetzt mal einfach haben wir das in der letzten Folge schon mal angeschnitten? Das ist eine Tradition, dass wir immer irgendeinen Live-Match machen. Dann müssen wir einfach die Folge früher rausholen. Haben wir Handball thematisiert? Also du, ja.
Genau. Ich bin jetzt, doch stiller Beisitzer. Die Brücke Fiorentina 1-0 ist Europa League, respektive Conference League Quali. Wobei wir uns eigentlich andere Matches nehmen, wo wir live kommentieren. Was nein, da? Gar nicht. Albanische Liga, Dynamo City gegen Egnatia 0-1. Egnatia. Ah, richtig ausspielen. Aber ich bin mir jetzt auch nicht sicher. Ist das eine näher griechische Grenze? Das ist so perfekt. Nein, vielleicht bin ich aber auch komplett falsch. Aber egal. Nein, weil darum reden wir jetzt halt nicht über den Bayern-Real-Knaller. 2-2 im Hinspiel, das kann ich auch noch eins. Aber was tippst du? Komm mal bei mir. Nein, da lehnen wir uns wieder Huren aus dem Fenster raus. Ja, ich sage Bayern macht es. Ich sage Real macht es 2-0. Cool. Aber natürlich die Aussichten auf ein deutsches Finale. Ja, ja. Ja, und vielleicht und, Bayern zusätzlich ein bisschen anstacheln. Und ich glaube, Bayern will sich jetzt nicht komplett. Also, wie soll ich sagen, man will eine Reaktion zeigen. Das hat man ja schon im Hinspiel gemerkt, die Bayern dann mal. Das sind ja nicht Liga-Bayern ja, von mir aus. Ja, komplett andere. Also, Dortmund muss man genau das Gleiche sagen. Liga Dortmund auf Rang 5. Ja. Und jetzt und, die Aussicht auf eine Champions League Sieg. Und dort, also man kann jetzt natürlich, okay, man kann jetzt die 2x 1-0, die 2-1-0-Erfolge von Edin Terzic und Co. aufschlüsseln, dass man wahnsinnig viel Glück hatte, ja, mit den Goal-Umrandungen. Man kann auch sagen, Gregor Kobel hat fantastisch gespielt. Bei beiden Matchen. Man kann sagen, ein Mats Hummels. Das ist einfach schon wahnsinnig. 35 Meter wieder. Ja, dann macht er noch das Game-Winning-Goal. Hätte eigentlich auch noch das 2-0 geschossen gehabt, weil ich glaube, etwa 20 Meter im Offside gestanden wäre. Aber ja, das ist einfach schon eine schöne Geschichte. Und ich glaube, ohne ein Zeichen an Julian Nagelsmann, ich glaube, an der EM. Bist du mit dem Niki Süle? Süle, oder der Beste ist ja der Beste. Ja, aber er ist ja nicht in der Verteidiger. Jan-Niklas Beste. Er ist ja nicht in der Verteidiger. Der kann im defensiven Mittelfeld spielen, aber auch ja, in der okay. Verteidiger. Ja, aber das Beste mit den offensiven Fähigkeiten, mit den Passgeberqualitäten ja nicht in der Defensive laufen. Aber du kannst schon in der Verteidiger spielen. Also ist nicht die Frage, ob Beste oder Hummels. Jetzt sogar? Ja. Mittlerweile? Huh. Das hat mir heute ein grosser BVB-Fan erzählt. Ah, wirklich? Und der ist versiert. Ha. Genau. Nein, ja. Jetzt muss man schnell den Schwenk machen. Ich muss es zugeben. Ich habe nur am Rand etwas mitbekommen von diesem Spiel. Nein, wie du geboren hast. Wir haben ESC geschaut. Das ist jetzt Halbfinale. Danke, Reis. Aber wir müssen so ein bisschen an unsere Frauen denken, oder? Schön. Ja, das ist genau. Ein bisschen soziale Mann eben. Ja, aber das ist jetzt lustig. In dem Moment, oder? Du hast jetzt gewusst, okay, ich muss jetzt hier zugeben, dass ich nicht Champions League geschaut habe, sondern den Eurovision Song Contest, anstatt dass ich alleine einfach nicht da stehe. Reiss in der Schür kommen gerade mit, haben, oder? Ja, wir sind ja da authentisch. Nein, ja. Und dank dem Schüler, der hat, macht eine Maturarbeit über respektive Gimmergeiter, über IB. Und hat heute ein Interview mit Marco Wölfli können machen. Du hast es so ein bisschen aufgelöst, oder? Genau, und Meisterlegende. Und er hat es grandios gemacht. Hey, die Fragen, die er gestellt hat, und die authentischen Antworten. Der Marco Wölfli hat alles ausgepackt über Anfragen, die er hat von anderen Clubs bekommen. So ehrlich und authentisch ist ja verständlich, wenn ein Journey fragt. Du musst natürlich nicht alles sagen. Aber ja, in dieser Maturarbeit, also ich freue mich, die zu lesen. Ja, ich weiß nicht, ob jetzt das da ist. Das ist schon exklusiv für den Fabu, wie er heisst. Liebe Grüße, genau. Er hat das sehr, sehr gut gemacht. Und ja, weiss jetzt, ja, und eben auch ein bisschen erzählt, wie das Ganze ist gelaufen, die Anfragen. Ja, was ich kann sagen, er ist einfach enorm treu gewesen zu IB. Also er hat sicher ein mehrfaches können verdienen, aber er hat ja gesagt, ja, es ist schon unter anderem auch. Okay. Aber es ist ja auch belohnt worden mit dem, klar, ist der nur noch Nummer 2 gewesen, aber ja, durch die Verletzung vom Defu Fobalmos gerichtet zu Nummer 1 aufgestiegen in der Rückrunde. Nachher ja, ist es mit dem ersten Meistertitel seit 32 Jahren Penalti. Ja. Wo er hat, er sagt, es ist der wie belohnt worden, die Treue zu IB. Und ja, so. Schlussendlich ist es aufgegangen, alles richtig gemacht. Definitiv. Lass jetzt noch eine Schurte schnell, um die Champions League noch eine Schurte schnell ein bisschen abzurunden.
Ich weiss gar nicht mehr, wo ich bin. Ist ja noch eine weitere Geschichte darauf ab, dass sich der BVB jetzt für eine Champions League Final qualifiziert hat. Ist auf der einen Seite, hast du gesehen, wie gefeiert ist worden? Die in der Garderobe, aber da so vom Fabrizio Romano, Garderobe-Videos. Ja, wer hat den Schlotterbecken gesagt? Das ist, vor dem 5 sind niemand ins Bett. Oder gehen niemand ins Bett. Hey, in Paris kann man da schon noch schnell um die Häuser herumziehen, nehme ich mal an. Hat auch mehr Möglichkeiten zum Versumpfen als zu Dortmund. Ja, wenn er nicht bei PSG-Fans, ich glaube nicht gerade allzu fest böse Buben. Genau, aber auswärts, dort feiern, mein Lokal. Heiko, wobei, es gibt ja noch der Pechi FC. Ja. Immer eine Schwelle zum Aufstieg. Ja. Genau, vielleicht hätten wir ja dort mal angeklopft, dass wir können feiern. Auf jeden Fall jetzt, weil der BVB im Champions League-Final steht, kommt Manchester United und macht die hohle Hand für Jadon Sancho. Das ist so eine Klausel offenbar im Vertrag drin. Und jetzt wegen dem Erreichen oder dem internationalen Erfolg werden noch Zahlungen möglich. Da gibt es ein bisschen Geld ins Kessel. Ja, ich habe mal gelesen, es kann bis zu 4 Millionen Euro schlussendlich noch zusammenkommen. Klar, da kommt es dann noch mehr. Eben Spielminuten und so weiter, und Scorerpunkte und so weiter und so fort, was er sammelt. Auf jeden Fall, momentan sieht es aus, als ob der BVB wirklich noch behalten möchte. Und was ich mir noch schnell schlau gemacht habe, ist schon aussergewöhnlich. Also wirklich. Schon nur, wenn du dann nachher noch einmal die Zusammenfassung schaust. Die muss also ich aber jetzt noch richtig schauen. Die Pfosten- und Latten-Schüsse. Unglaublich. Je zwei. Und eben noch die zwei aus der vorherigen Partie. Und du denkst, das kann gar nicht eher schwarz. Also das sind 200-prozentige, die zum Teil dann einfach ja nicht gemacht werden, oder wo Gregor Kobel noch magistral dran ist. Ich habe mal schnell schlau gemacht. Wer am meisten in einem Spiel, also ein einzelner Spieler, während 90 Minuten plus Nachspielzeit am meisten mal die Umrandung getroffen hat. Auch vier in einem Match. Also im gleichen Match. Der gleiche Spieler. Eigentlich wollte ich ja eine Ausfindung machen, weil es das aluminiumreichste Spiel von der Geschichte ist. Das ist aber cool. Das ist jetzt da eine Statistik. Ja, aber weil wir jetzt aufgrund von meiner aktuellen Begebenheiten habe ich nicht wirklich viel Zeit aufgewendet, für zu recherchieren, und habe das dann einmal aufgegeben. Und habe mir dann gemerkt, Moment schnell, der Spieler, der am meisten Aluminium getroffen hat, hat nämlich auch viermal die Umrandung getroffen in einem Spiel. Darwin Núñez von Liverpool. Ich glaube sogar gerade... Was war es? Anfangs des Jahres? Wann war es? Was ist es gegen... Oh Mann. Jetzt fing es... Mann, ich habe es noch aufgeschrieben. Spielt ja nicht so eine Rolle. Aber wie hast du mit dem Chelsea, glaube ich sogar. Wie hast du das recherchiert? Ja, Rekordpostenschüsse. Oder hast du auch Ja. Und da gibt es, schön ist auch hier, Transfermarkt schlüsselt recht viel auf. Aber also wirklich, Darwin Núñez hat Anfangs Jahr viermal innerhalb von einem Match die Umrandung getroffen. Und der, ich glaube, weißt, also der regst dich dann auch. Das ist Weltrekord. Aber du hast immerhin einen Rekord. Das ist ein Rekord. Das ist zumindest Premier League-Rekord, das ist sicher, aber sonst weiß ich nicht. Und ja, eben. Aber andere Schlussfolgerung aus dem gestrigen Spiel. Je nachdem, wie es heute Abend ausgeht, zwischen Bayern und Real und vor allem dann morgen auch noch Europa League mit Leverkusen, wenn die sich jetzt auch noch im Final kommen, muss man sagen, ist der Premier League der Rang abgelaufen worden als stärkste Liga von der Welt? Das ist definitiv Bundesliga. Das wäre ja eigentlich auch noch so etwas, wo man nicht damit gerechnet, also ich nicht damit gerechnet. Ja, vor allem, wenn Mannschaften wie Heidenheim, Darmstadt etc. ja, in der besten Liga vor Welt, in der neuen besten Liga vor Welt sind. Heidenheim hat ja eben über beste Geräte hervorragende Saison gemacht und bringt eben sogar potenzielle Nazi-Spieler raus. Ja, genau. Und eben, also
Weißt du, du hast jetzt das Heidenheim-Beispiel gebracht. Und dann aber einfach allgemein, wenn wir jetzt noch hurtig schnell bei Leverkusen, Bayern, Dortmund und so weiter und so. Also schnell, Leverkusen morgen Abend, so Donnerstagabend ist das dann gegen die Roma 2-0 aus dem Hinspiel. Das ist halt eigentlich eine klare Sache sein. Dann wird der Gegner wird Atalanta oder Marseille sein. Was haben wir eigentlich nennen? In der Conference League, haben wir noch Fiorentina, wo dran La ist. La Viola, ja natürlich. Olympiakos. Als grosser Florenz-Sympathisant ein bisschen Sympathie. Ja, jetzt haben sie Paragetto in dem Moment. Ja, das hat länger zum Weiterkommen. Brügge, Fiorentina, genau. Und der grösstwahrscheinlich, weil Aston Villa wird gegen Piraeus ein 4-2 aus dem Hinspiel, also 2-4 aus dem Hinspiel, nicht mehr, sage ich jetzt mal, aufholen. Der wird, ja... Warte, jetzt muss ich jetzt schnell selber über... Ah, sorry, jetzt habe ich wieder... Das passiert mir immer, Europa League und Conference League verwechseln. Vor allem, weil es da auf Livescore Europa Conference League heisst. Das ist ein bisschen verwirrend. Also das sagen wir, in der Conference League, jetzt mal hört die Funken aufgezäumt, in der Conference League, sagen wir jetzt mal, ausser das gehört jetzt noch, Italien gegen Griechenland. Oder England, aber wahrscheinlich gegen Griechenland im Finale. Ja, und Italien ja konstant, also Fiorentina ja schon letzte Saison Finalist gewesen, dann leider verloren. Stimmt. Europa League, Atalanta Marseille und Leverkusen Roma. Wird wahrscheinlich Leverkusen durchmarschieren und gut, Atalanta oder Marseille, dann könnte eben Italien oder Frankreich. Heisst, Italien mit guten Karten sich dort zu etablieren. Aber eben dann erst, wenn wir jetzt die Champions League anschauen, wenn sich beide deutschen Teams durchsetzen, also das ist die neue Hackordnung im internationalen Fußball ligamässig, ganz klar Bundesliga vor Serie A, und dann kommt der ja, ich will jetzt nicht sagen Frankreich. Aber es wäre ja rein theoretisch so, wenn sich jetzt Marseille würde durchsetzen würde. Ja, Marseille, Aston Villa, der ist wirklich England in keinem europäischen, also internationalen Turnier von diesen Top 3 vertreten. Ja, wenn jetzt das letzte Mal gegeben. Also das letzte Mal gegeben hat es Bayern Dortmund 2013, oder im Champions League. Ja, ja. Von dem wäre es cool, ja, wenn es wie eine Reprise gäbe und grosse Revanche gelöscht aus Sicht von Dortmund. Und gell, für Spanien ist das natürlich auch ein Schlag in die Magengegend, wenn Real sich jetzt nicht sollte können durchsetzen. Ich denke, die setzen sich durch. Aber jetzt sehen wir nicht, eben, ja, wie gesagt, das wollen wir jetzt nicht. Ja, und noch eine andere Geschichte aus dem gestrigen Spiel. Wirf jetzt einfach mal so in Raum raus. Bayern hat ja immer noch massive Probleme mit Tuchel-Nachfolge finden. Ralf Rangnick hat ja jetzt so abgesagt. Einer nach dem anderen. Seit ab, wobei, hat nicht der Fabrizio Romano schon fast «Here we go» geschrieben beim Rangnick? Beim Ralf Rangnick. Aber er hat eben noch nicht, oder? Ja, aber es ist sowieso gut wie es hat wahrscheinlich schon im Zinger. Im Zeigefinger, habe ich mal gesagt. Nein, ja, wie wäre es Luis Enrique? Ja, ich weiß nicht, ob der die ganze Uli Hoeneß-Debatte verfolgt hat. Ja, aber ja. Louis, also jetzt mal, wie sie mir überlegt haben. Also es wird so kommen, dass es noch 20 Absagen gibt aus allen Ligen. Und nachher sagt sich bei ihr, hey, wer hat da noch, wer könnte man noch nehmen? Felix Magath. Nein, wer hat GC vor dem Abstieg ja, gerettet? Ja, come on, jetzt Das wäre ein Träumchen. Aber vielleicht kommt es ja so weit. Und der Magier, der glaube ich, zusagen. Marco Schellibaum. Naja, nee, aber was meine Überlegung ist, Luis Enrique ist geholt worden, für endlich die Champions League für Paris, also den Pott zu holen. Zusammen mit dem Kylian Mbappé. Mbappé wird ja jetzt grösstwahrscheinlich zu Real wechseln. Also unterschrieben ist ja immer noch nichts, aber so wie geschnurrt wird, ist es ja eigentlich so gut wie klar. So, Mbappé weg. Luis Enrique hat aber immer noch von den Saudi-Inhabern, sie sind Saudis, glaube ich schon, oder? Es sind Saudis, ja. Aber die haben oder ja gestern... Katari. Irgendetwas. Ist ja egal. Und auf jeden Fall haben ja die gestern nach dem Spiel ihm den Rücken gestärkt. Also das heisst eigentlich aus PSG-Club-Sicht raus, wo man mit dem Luis Enrique weitermachen, auch zumindest
heute Abend, Mittwochabend, stand. Was will aber der Luis Enrique? Der will ja auch Titel holen. Und der Luis Enrique hat schon in einem Interview, wo er noch Barca-Coach war, glaube ich, über Bayern gesagt hat, fantastischer Verein, dann, wo noch der Pep Guardiola trainiert hat und hat noch so ein bisschen Honig um den Mund geschmiert. Also ich könnte mir schon noch vorstellen, dass er auch mit seinem Ego, das er ja mitbringt, in diesem Haifischbecken zu München gehst du einfach Hunger, oder? Darum würde das wahrscheinlich schon mal passen. Charakterstarker Trainer. Ich glaube, das würde auch einem Uli Hoeneß noch ein bisschen passen. Klar hat Trainer Rieke jetzt noch einen Vertrag bei PSG bis 25. Aber, ich habe mir wirklich alles mal schnell durchgesponnen. Luis Enrique hat bei PSG wahnsinnig Druck. Er muss die Champions League holen. Wie will er jetzt das machen, wenn Kylian Mbappé weg ist? Der Verein will immer noch, er will ja den Henkel Pott eigentlich auch sehen, aber einfach bei PSG liegt irgendwie Champions League Fluch getroffen. So, was machst du? Okay, wechseln wir. Momentan Bayern, die Anlaufstelle für einen wechselwilligen Trainer, oder? Ja, vor allem wäre es schon, aber wobei, ich weiß nicht, ob Bayern hat ja mit ehemaligen PSG-Trainer nicht so ein gutes Händchen gehabt. Ah, ja, Tuchel ist ja auch. Tuchel ist ja auch. Ja, aber es ist noch bei Chelsea zwischen Stationen und so weiter. Ja. Aber ja. Aber was sagst du, jetzt wirklich einfach so ein bisschen gesponnen. Thomas Tuchel hat, spielt, glaube ich, so im 4-2-3-1-System. So semi-offensiv, oder? Hat aber Harry Kane vorne. Ja, das wird ja trotzdem passen topfet. Eigentlich. Ja, ich stelle jetzt alles auf den Kopf. Harry Kane vorhin, wo schlussendlich heisst, Bayern momentan glaube 90 Goal geschossen in dieser Saison schon, in der Liga, und ist damit Rekord, einfach defensiv hapert. Und der Luis Enrique spielt aber 4-3-3 am liebsten, also offensiv. Darum, Luis Enrique installieren bei Bayern, Kane verkaufen wieder, mit dem Geld eben Enrique holen. Zurück aber, zu den Spurs. Oder? Also Harry Kane, es ist ja auch schon offen darüber gemunkelt worden, dass er wieder zurück in die Premier League will. Weil jetzt gemerkt, dass bei aber Bayern kann ich nur zu den Spurs zurück. Also sonst ein Verein geht ja nicht. Kann er sich ja fast nicht erlauben. Ja, oder wenn dann eben irgendwie ein grosser aus Spanien oder so anklopft. Ja, oder dann Italien. Aber in England kommt nur mit Spurs. Wahrscheinlich wird alles andere ein bisschen schwierig. Aber also so im Raum London dort, oder? Aber egal, das Geld nehmen, Enrique installieren, muss man aus dem Vertrag rauskaufen. Und dann einfach wirklich noch den einen oder anderen Verteidiger kaufen, für die defensive Stabilität. Kimmer kann man wieder verkaufen, kann man, der ist ja völlig gefloppt. Ja. Und dann einfach Aufbau machen. Und dann merkt man jetzt, wie heisst der, Stanisic? Aus der Jugend. Ja, der. Voll pushen, oder? Leute pushen und er hat wirklich auch eine Offensive, die nicht einfach nur auf einen Stoßstürmer, wie es Harry Kane ist, aufbauen und ein Rückensystem spielen. Ja, Müller kann sicher auch noch 1-2 Saison anhängen. Also auch offensiv, ja, wie du sagst, da muss man sich keine Sorgen machen. Einfach hingen bei ihnen sehr aber mit inklusive Goalie. Ja. Er wird auch nicht jünger, der gute Manuel Neuer. Ja, aber gut, ich meine, okay, mit dem Alexander Nübel ja immer noch, wo man bei Stuttgart deponiert hat, ja immer noch eine valable jüngere Alternative, wo man dann plötzlich zurückholt, oder? Aber absolut. Was sagst du zu meiner Theorie oder meiner Idee? Ja, nicht auszuschliessen. Ist das deine? Also kann man das sagen? Ist meine, ja. Also, Ich habe jetzt nur heute schnell... Es ist nicht abwägig, ja. Ich finde die durchaus plausibel. Bei Google einfach mal schnell eingeben. Gerüchte Luis Enrique FC Bayern. Und das zeigt es an. Nein. Ja, das war einfach meine Überlegung gewesen. Ja, aber vielleicht wenn es so weit kommt... Vielleicht habe ich jetzt einfach bei den Bayern einen gratis Businessplan auferlegt. Fuck! Ja, aber dann musst du eine saftige Rechnung schicken, Röschel. Dann laufe ich an die Säbener Strasse da. Genau, vielleicht tut die der Uli Hoeneß noch ins Staff aufnehmen. Ja, vielleicht kommen aber jetzt noch alle Bayern-Fans und sagen so, spinnst du eigentlich, Mann? Ja. Ja, ich hätte ihn noch gesehen. Mal wieder könnte man den Podcast nicht aufnehmen, das wäre auch schade. Komm weg vom Internationalen zum Nationalen, wir sind schon eine halbe Stunde dran. Du hast das eine schon angeschnitten gehabt. Hey, GC lebt noch? Ja, jetzt haben wir zumindest den ersten Schritt. Barrage. Von den direkten Abstiegssorgen, die sind weg. Barrage
Ja, ich würde sagen, da kann man eigentlich GC Thun schon mal Tickets vordrucken. Wobei gibt es überhaupt noch gedruckte Tickets? Ja, da läuft das mittlerweile alles online. Ich weiß nicht, also alles immer online. Aber kann man noch, gibt es noch Gartenbau-Tickets wie früher? Ja, gibt es eh noch. Ja, am Schalter kann man glaube ich schon noch. Aber ich würde sagen, wäre noch spannend, wie viel das noch wirklich Papier, respektive Gartenbau-Tickets kaufen. Ich nehme noch online. Oh, du musst ja da wenn du da bei Ticket Corner und Co. kaufst, kannst du ja auch aussuchen, ob sie das noch zuschicken oder nicht. Oder ob es da irgendwie an einer Stelle gehst, abholen oder was. Ja, aber gleich, ich finde es schade. Früher hat es noch Saisonabend gegeben, wo sie abknipset wurden. Also mit einer Löchli-Zange. Ja, mit einer Löchli-Zange. Laminiert. Genau. Laminiert. Das Ding hat auch ausgesehen wie eine Wäschlappe. Drauf, gell? Ja, ja. Das war etwa im 0-2 plus minus. Gewesen. Ja, das ist... also, über 20 jetzt sagen, das sind die alten IB-Saisonabends. Seit dem Neufeld. Neufeld. Genau. Und dort ist ja wirklich. Und hat immer noch so ein. Welcher Sponsor hat das Sünneli gehabt? Mit dem Güter ist immer so ein. Nein, Löb! Löb, glaube ich. Löb, das Warenhaus. Das Warenhaus. Und das Sünneli hat mich immer dermaßen brutal an das SVP-Sünneli erinnert. Stimmt, es hat ein bisschen etwas. Ich denke, nein, das kann ja nicht sein. Aber es ist, glaube ich, Löb. Ich habe noch so eins daheim. Ja, ich gehe noch irgendwo. Aber ich glaube, es ist Löb gewesen. Ja, ja. Ja, aber ja. Ich Magier, Marco Schellibaum, extrem gönnen, dass er jetzt wenigstens einfach mal den ersten Schritt können gehen und eben, wie gesagt, startlos an. Mit Mühe und Not, muss man sagen. Aber, also, da muss eine Generalüberholung vonstatten gehen. Einmal mehr bei GC für nächstes. Also, so oder so. Ob jetzt Challenge League oder Super League näher. Und Lausanne Uschi, ja, der Blick hat eine Übersicht gemacht. Ich glaube, 3 Punkte, dass es eben gleich ein bisschen schade ist, dass Lausanne Uschi wieder muss absteigen und verloren geht der Super League. Du kennst mich. Hat aber der Marco Schalibon gesagt. Genau, aber du kennst mich, ich mit Lausanne Vergangenheit. Ja, aber bist du dann aber Uschi gehen schauen? Dann war nee, Uschi doch irgendwie noch eine Promotion ja, gewesen, wo du, nicht auch noch nicht mal, ich weiss nicht einmal. Aber ja, nein, also ja. Nee, aber die Bontes wird schon klar sein, ist derart ab. Ich will jetzt nicht sagen, wie es weitergeht. Aber einen gewissen Charme hat sie gleich. Außer Bratwürste, als erst dann in der Folge gesagt. Nachdem meine Frau und ich haben Stade Lausanne gegen Winterthur gesucht. Die Bratwürste ist mir jetzt irgendwie. Sie ist jetzt noch im. Ist jetzt noch am Verdauen. Im imaginären Gaumen. Ja, und das ist ein Horrorerlebnis gewesen. Ja. Die wird man nicht vermissen, die Bratwürste. Also rechnerisch ist es ja noch möglich, dass GC direkt absteigt. Aber, ja, aber definitiv, dann müsste es alles gewinnen. Und GC alles verlieren. 10 Punkte. Ja, und fragst du dann auch noch, also die Barrage ist dir überhaupt nicht geschenkt? Also gegen Thun? Ja, Thun, wo 75% von den Matchen fast gewinnt. GC umgekehrt, ja, das ist der. Und gegen Grösseri? Rein moralisch nicht so einfach. Und wie du sagst, gegen Grösseri hat Thun eine Superbilanz. Superbilanz, ja. 10 Punkte aus 4 Spielen. Also da muss man sich in Zürich ganz, ganz warm anlegen. Ja, da muss der Magier irgendwie noch einen Psychotrick aus der Kiste zaubern. Also Marco, wenn du es jetzt hörst, wirklich, ich habe schon mal mit ihm eigentlich abgemacht gehabt, dass er kommt in Podcast. Und dann hat er aber, ich weiß nicht wieso, aber irgendeinen SRF-Podcast hat er gemeint gehabt. Ah. Hat er den vorgezogen. Das ist eigentlich schon länger abgemacht gehabt. Aber er hat gesagt, er kam noch. So. Kein Thema, ich bin ja da. Ich bin ja da, genau. Ja, und sonst, ja, er ist halt so ein bisschen, also jetzt geht es so in der Relegationsgruppe, ist sonst eigentlich die Suppe gelöffelt, wenn du so willst. Es ist gut, hat sich der FCB können, ja, festigen. Aber ja, den so kann man theoretisch auf einen Barrage-Platz ja. Nein, sind wir realistisch, also, zwei Realisten. Ja. Genau, da ist eigentlich ist, alles, eigentlich ist in der Relegation-Gruppe alles jetzt schon geregelt. Lausanne Spor wird auch oben bleiben. Ich meine, 7 Punkte auf GC Vorsprung. Aber ja. Was interessant finde ich, dass es Yverdon jetzt wahrscheinlich dann wirklich einfach souverän schafft. Nach Servette der zweitbeste Romandie-Club ist. Und souverän schafft, ja. Mit ja, 8, 43 vor Lausanne.
Ja, was haben wir sich auf der Rang 10 und 11 gesetzt? Hey. In unserem Vor-Saison-Tipp. Da können wir jetzt mal aus der Schublade holen. Unsere Tipps, die wir vor der Saison haben gemacht. Kevin Carlos. Kevin Carlos, bin ich einfach ein riesen... Da habe ich mich auch gefragt, müsste man sich eigentlich jetzt in der... Also ich kenne mich überhaupt nicht aus, gell, mit dieser ganzen Bürokratie und Zeugengeschichte. Aber wenn man sich um Joel Monteiro tut für den Schweizer Pass, müsste man sich dann nicht irgendwie auch darum tun, man könnte den Kevin Carlos einbürgern. Ja, nicht nur, weil er bei Iverdon spielt, was dann offenbar kein Thema ist. Kevin Carlos bei Iverdon würde spielen. 12 Goal, glaube ich. Das ist ein Thema. Ein Wahnsinn. Gut, ist Spanier, glaube ich. Aber er hat wirklich gar keinen Bezug zur Schweiz. Aber ich meine, sorry, hat das nicht, welche Nation hat das gemacht? Die Ukrainer haben doch das gemacht. Dann haben einfach Brasilianer eingebürgert. Ja, unbedingt. Und eine Zeit lang ist die halbe ukrainische Nationalmannschaft eigentlich aus Brasilianern bestanden, die einfach den ukrainischen Pass dann haben bekommen. Warum machen wir das eigentlich nicht? Vielleicht kann da mal irgendwie jemand Stellung nehmen, der auf dem Bundesamt für, was ist das, Migration oder so. Kevin Carlos und Monteiro. Joel Monteiro wäre ein schönes... Zumal man ja jetzt noch mehr darf mitnehmen, oder 26... Und Monteiro mittlerweile auch bei 12 Super League Goal. Ja. Da hat man eigentlich von der Saison kein Fünfe gewettet drauf. Also, ich habe ein bisschen Unrecht da. Joel Monteiro, ja, auch bei vielen Fans haben sich gesagt, umgekloss, Stogli kann nichts, aber... Also ich habe ja auch... Ich muss wirklich meine Meinung ein bisschen revidieren. Aber hat jetzt der Kevin Carlos, warte, jetzt muss ich... Der hat 12 Saison gekommen, wie du es absolut richtig gesagt hast, wie der Monteiro. Ja. Aber ganz eine interessante Spielerakte, eben, ich habe 23, Spanier, come on, das hat man doch... Und die Tierno Fari, das ist der dritte im Bunde, wo wir uns nicht gerade lustig darüber gemacht haben, aber ich sehe, du... Es ist so ein nicht. Und er ist jetzt auch schon auf der Textseite 2016 bei den Top-Torschützen. Aber ist es... Mit 9 Goal. Ist es so ein bisschen... Und der Shampoo immer noch, das sagt eigentlich auch viel über die Liga. Das ist Jean-Pierre Nsame, der gefühlt nur die Hälfte vor Vorrunde hat gespielt, die ganze Rückrunde zu Como ist immer noch zu den Top-Goal-Schützen gehört. Können wir da mit ihm jetzt gerade schnell die Brücke spannen in die Champions Group? Ich finde es unter jeder so, was er jetzt denen in Como macht. Das verstehe ich nicht. Ja, immer wieder jetzt das Nachher-Jalpen. Einmal mehr. Ist schade. Aber was machst du da? Wieso? Also, okay, dass man im Stolz verletzt ist, ja, dass sich der Verein Ibe wahrscheinlich, also so wie man es von aussen kann beurteilen, nicht immer 100% korrekt verhalten hat. Okay. Aber irgendwann ist es mal gut. Vor allem, also es nimmt dich doch niemand ernst, wenn du in die, was ist Gomo, Serie B? Vielleicht schon gleich A. Ah, vielleicht, ja, stimmt, ja, genau. Ja, sie haben Schwelle, aber dort, zum Aufstieg. Du bist in Serie B und du bist nicht Stammspieler. Bei weitem nicht. Und du hast noch kein einziges Goal geschossen, Irrtum vorbehalten, nicht einmal einen Scorerpunkt, hey, vielleicht einen. No. So, und du schiessest von dort aus gegen die Ex-Mannschaft, die klar in einer nicht vergleichbaren Liga, aber der trotzdem grösstwahrscheinlich wieder Meister wird. Da verlierst du doch einfach selber irgendwie das Gesicht. Ja, vor allem, es gibt auch ein schlechtes Bild gegen aussen, wenn er mal irgendwie zu einem, ja, wieder Club wechselt. Bei Servette ist es ja ähnlich dann abgelaufen, beim Wechsel von Servette zu IB. Der, ja, sozusagen der Wechsel ein bisschen wie ertrötzelt, der Streik und jetzt schon wieder Nebengeräusche und schöne. Also man muss vielleicht sagen, er hat ja seine, also Zitat aus irgendeiner Zeitung, die ich gelesen habe, wo er sagt, ein Wechsel zurück in die Schweiz kann ich mir zu jedem Verein ausser zu IB vorstellen. Ja, das ist einfach schade. Und eben einen so zwischen den Zeilen gelesen. Und gell, das ist dann halt einfach immer noch dort, wo... Ich weiß gar nicht, ist der Banner? Oder respektive die... Wie sagt man? Ja, so bannerartig. In der Ostkurve oben. Ja, irgendwo noch in der erweiterten Ostkurve. Ja, und da bei diesen Fanlieder kommt er ja immer noch vor. Aber ist das noch... Ich habe mich gar nicht geachtet zuletzt, aber ich glaube, das ist gar nicht mehr. Ich glaube, der hat mir zurückgekommen. Keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht nach dem, aber er ist halt immer noch... Ja, er ist der Meister
Schütze, wo in Geschichte ist. Genau, das kommt noch oben drauf. Du bist der gewesen, wo nicht nur der Verein, nicht nur die Region, sondern die ganze Nation irgendwie in Anführungs- und Schlusszeichen geprägt hat oder zumindest etwas bleibend hinterlassen hat. Ja, wenn du fragst, die letzten 40 Jahre, welches ist das prägendste IB-Goal, dann sagen 99% von der Berner. Ja, das ist das nach 88, 27 oder 24, 27. Ja, 88, 27. Das 2-1 gegen Luzern. Und ich finde es schade. Das aber ist wirklich, ja, sehr schade. Aber da muss er sehr tief im Stolz verletzt sein. Aber vielleicht, dass es so Äußerungen gibt. Vielleicht würde ich mir einfach auch mal Selbstreflexion an dem Punkt der Zeit jetzt gut. Ja, jetzt zu dem Zeitpunkt. Vorher habe ich auch noch ein gewisses Verständnis. Genau, dass er da das, was ich vorher auch gemeint habe. Oder? Verletzt ist. Aber komm, eben, Richtung Champions Group. Wir haben die erste Runde durch. Es ist einfach zu wenig lang, respektive die Champions Group, die kommt spät. Ich bin mir noch gewöhnt auf Abstiegsrunde, jetzt immerhin noch 14 Runden gegeben. Und jetzt zack, die 6, fünf, nein, 5 sogar, 5 Runden, dann ist schon durch. Das kann man ja nicht ernst nehmen. Klar, wir müssen noch ein bisschen schrübeln an diesem Modus. Ich würde vorher die Liga trennen. Es ist zu spät, nach 33 Runden. Wer wird Zürich Meister? Winti oder Winti oder der FCZ? Ich sage Winti. Ja, so zu viel. Winti Ich hoffe jetzt. Das haben wir ja schon vor x Folgen schon eigentlich thematisiert gehabt und auch gesagt, dass der Patrick Kramen wahrscheinlich Kronfavorit ist auf den Trainerposten zu Bern. Ich hoffe, dass man jetzt mit all diesen Geräuschen, Nebengeräuschen und so weiter und so fort zu Winti nicht einbricht. Ich sage, es geht nicht mehr lange. Also bei der nächsten Folge wissen wir, wer neu ein IB-Trainer ist. Ja, also das Gefühl, ob es wirklich so schnell geht. Weil es ist dann einer gleich. Ich meine, auch Patrick Kramen hat sich bei Winti so viel jetzt aufbauen. Und das siehst du ja jetzt, so sein Stempel dort aufdrückt, auf der Schütze dort für so einen Groove gesorgt, so einen guten. Also, vielleicht wartet ihr noch ab bei Europa. Natürlich, er, Winti, kann Conference League spielen mit Winti. Ja, das wäre noch mehr kannst du nicht. Aber gut, das sind ja 4 Punkte, gell, gleich. Aber warte jetzt. Können Sie nicht noch oder 5 platziert europäisch schaffen? Natürlich automatisch, weil Cup-Final ist ja Lugano-Servet. Außer wenn Lugano oder Servet noch 6 sollten werden, dann nicht. Aber sonst längt zwingend... Aber dann würde ja grösstwahrscheinlich Winti. Ja, okay. Und Lugano Servet kann fast noch rechnerisch, ja, theoretisch. Und Lugano oder Servet noch 6 werden. Aber zu 99,99% ja, längt der Rang 5, oder es wäre momentan Winti. St. Gallen hängt einfach so ein bisschen zwischen. St. Gallen könnte eigentlich auch sagen: Ja, schön sind wir noch da. Aber, Wobei, 5 Punkte, ja, ist das jeder schnell Winterthur und Zürich gewinnen, St. Gallen verliert, das ist plötzlich nur noch ein respektive 2 Punkte. Ja, aber St. Gallen ist momentan irgendwie so ein bisschen... Ja, die sind im Lauf jetzt wieder. Genau, man hat Lugano geschlagen mit den 2 letzten Auswärtssiegen und so, man ist auch wieder ein bisschen im Strumpf drinnen und es rollt. Aber wir kommen einfach zu der Top 3 und ich glaube da, das Einzige, was es jetzt etwas bringt, ist einfach so ein bisschen der Meisterrechner oder eben der Rechenschieber, wie du ihn vorgenommen hast. Ja, der ist ecklig aus IB-Sicht, weil Sofa schon mal parat machen. Also die Wahrscheinlichkeit relativ gross, dass es Sofa-Meister gibt. Weil, soll das nochmal... Ja, komm, wir gehen das jetzt mal kurz schnell durch. Soll ich Eventualitäten vom nächsten Wochenende ja sagen? Samstagabend ist jetzt das Duell IB gegen Lugano und der kommt schon mal drauf an. Sagen wir, IB gewinnt. Genau. Dann muss nachher, dass es nicht so Sofa-Meister gibt, Servette die beiden folgenden Auswärtsspiele beide gewinnen. Weil der Spielplan ist derart beknackt, dass nachher eben am Sonntag Servette St. Gallen spielt, müsste gewinnen. Sonst wäre IB Sofa-Meister. Und nachher kommt es noch so weit, dass Servette vor IB spielt schon am Mittwoch, IB gegen St. Gallen erst am Donnerstag, also müsste sie, jetzt habe ich den Faden verloren, müsste Servette auch noch in Zürich gegen FCZ gewinnen, um einen Sofa-Meistertitel zu verhindern. Ich glaube, am einfachsten wäre es, aber jetzt können sie auch nicht machen, dass IB einfach daheim nicht Lugano schlägt, ist die Wahrscheinlichkeit gross, dass es daheim gegen St. Gallen am Donnerstag aus, könnte klar gemacht werden. Wenn IB
Genau, eben am Samstagabend gegen Lugano unentschieden spielt. Ja, dann wird es ein bisschen komplizierter. Dann ist IBE sicher noch nicht Meister. Dann wird es Mittwoch oder Donnerstag. Weil IBE hat ja dann 9 Punkte Vorsprung auf Servette und auf Lugano. Warte, wie viel sind es eigentlich auf Lugano? Auf Lugano ist es einfach ein Punkt mehr. Auf Lugano, also auf Lugano sind es 9 Punkte, auf Servette sind es 8 Punkte. Und auf Servette könnte es eben auch 9 Punkte sein, wenn Servette in Zangauer verliert, was ja, ja durchaus möglich ist. Dann wären nachher noch 3 Runden zu spielen, 9 Punkte Vorsprung. Nur noch mathematisch IBE hat viel bessere Goalverhältnis, aber wir könnten sich noch nicht als Meister bezeichnen. Nein. Aber dann definitiv nachher mit dem. Das wäre auch aus IBE Sicht das beste Szenario. Für die Heimen. Ein Unentschieden und gleichzeitige Niederlage von Servette hat man schon 9 Punkte Vorsprung. Oder ja, könnte man es daheim. Also, den Meister überholen. Man muss ja jetzt auch sagen, also ein Unentschieden ist gar nicht mal so. Abwägbar. Ja. Genau, weil die letzten 2 Duelle sind unentschieden ausgegangen. Jetzt das war 3-3, das Spektakel. 3-3 und 1-1, genau. Und, aber es ist ja auch nicht undenkbar, dass Lugano im Wankdorf könnte sogar gewinnen. Absolut. Lugano hat die allerletzte Chance für ein kleines Mini-Meister-Flämmli noch zu flackern. Aber es wäre wirklich sehr klein. Aber ja, klar, jetzt, Lugano hat mich zwar jetzt enttäuscht gegen St. Gallen. Mhm. Das Neues hätte ich nie gedacht, dass, dass da die Serie zu Ende geht. Ich würde einfach noch kurz schnell sagen, aber, weil es ja dann auch noch auf das Sonntagsmatch drauf ankommt zwischen St. Gallen und Servette. Also Servette muss gewinnen. Oder? Genau, wenn IBE gewinnt. Aber Servette hat die letzten 2 Matches gegen St. Gallen je 2-0 gewonnen. Und der im August ist der am weitesten Weg in dieser Saison. Das war 1-1 gewesen. Also Servette hat eigentlich gegen St. Gallen in dieser Saison meistens gut ausgesehen. Ja, aber jetzt hat die Formkurve verlaufen diametral. St. Gallen hat 6 Matches umgeschlagen. Servette so, ja. Gut, also Servette hat. Also, Moment, jetzt schnell. Ja, Servette hat die 3 unter anderem gegen Uschi verloren daheim. Oder ist das schon länger her? Die drei letzten Spiele. Gut, ist natürlich noch Göpp drin. Göpp ist natürlich noch dazwischen gewesen, aber in der Meisterschaft. GC auch Winti geschlagen in der Meisterschaft. Noch einmal Winti dazwischen, natürlich im Göpp. Vorher aber gegen FCB und gegen FCZ kann man ja auch mal verlieren. Mhm. Aber ja, ich weiß es nicht. Was mich am meisten eigentlich aufregt, dass es die Liga nicht schafft, solche Matches kurz vor Schluss gleich zeitig anzusetzen. Ja. Das wäre doch auch viel cooler. Also du, zuerst ist es ja so, dass in der Relegationsgruppenspiel am gleichen Tag, zur gleichen Zeit und Meistergruppenspiel. Aber dass man da noch einen Mix macht, absolut unverständlich. Das ist doch aber cool, wenn man auf einen Totomat schaut, das und das Team in Rückstand, cool, gibt es nochmal Jubel. Das macht es doch aus. Ist ja auch so, also genau, du sagst eigentlich richtig, wieso hat man an den Wochenendspieltagen, also Samstag und Sonntag, je ein Match aus der Championship Group und einen aus der Relegation Group, oder respektive 2 und 2 angesetzt. Das verstehe ich auch nicht. Ja, wenn schon Relegation Group an einem Tag oder zur gleichen Zeit plus Meistergruppe genauso. Nein, es ist. Ich weiss nicht, also, was doch sagen, Herren durch den Kopf geht. Du kannst doch sagen, dass man dann einfach sagt, vielleicht ist es noch wegen der Pause gewesen, dass dann, weißt, dass wirklich alle Teams gleich viele Tage Pause hatten. Oder ist es noch irgendwie wegen dem Cup gewesen? Hat es noch Cup? Ach, jetzt weiss ich so gar nicht. Ich kann dir das auch nicht sagen, aber für mich unlogisch. Ich finde so, also da hat man auch, müssen wir auch noch über die Bücher. Sonst muss ich sagen, okay, jetzt mit dem neuen Modus, ja. Es ist, wie es ist. Ja, wir könnten noch ein bisschen feinjustieren. Genau, und es ist halt dann gleich. Also, kommt jetzt natürlich auf das Wochenende drauf ab, aber ich glaube, es ist momentan weniger spannend, als man es eigentlich erwartet hätte, aufgrund von der Ereignisse vom letzten Wochenende halt. Ja, das ist halt schon ein bisschen überraschend. Hat halt dann schon vor allem IBE in die Karte reingespielt. Genau, vor so 4-5 Runden, wo Servette und IBE noch punktgleich waren, wo wir selber schon 6 haben. Ja, hat man wirklich gedacht, riesen spannendes Meisterschaftsfinale. Lugano war auch noch dran gewesen. Und ja, jetzt hat sich auch die IBE doch ziemlich abgesetzt.
Ja, los, wollen wir noch heute schnell auf die Hockey-WM schauen? Stimmt, wobei haben wir schon über eine Stunde gehabt, oder? Nein, wir sind noch nicht. Jetzt geht 54 Minuten, 55 Minuten sind dort rum. Ja, tun wir noch schnell. schnell. Oder und Challenge League noch schnell zum Shooten auch noch wegweisend. Noch mal heute schnell. Aro Sio und Thun Schaffhausen. Wie viel sind jetzt dort noch zu spielen? Warte, jetzt noch drei Runden. Sio hat 3 Punkte Vorsprung, viel zu besseren Goalverhältnis. Also de facto kann man sagen 4 Punkte eigentlich. Aber wegen dem besseren Goalverhältnis. Also wenn Sio zweimal gewinnt. Hast jetzt du echt das Goalverhältnis in Punkte umgemünzt? Ja, ich meine Sio 65-22, Thun 61-35 gibt plus, man rechnet 17 Goal. Und plus 17 Goal, 3 Runden vor Schluss, gleich ein Punkt. Das war jetzt meine Rechnung. Okay. Genau. Nein, wenn Thun punktgleich ist mit Sio, dann ist Sio klar besser. Ach so, meinst du jetzt? Aha. Darum meine, meine Punkte mehr. Ja. Gut. Bist du rausgekommen? Sorry, ich bin da noch etwas anderes gleichzeitig am Nachschauen, was ich dann noch schnell reinbringen wollte. Aber du ich bin bist schon im Hockey, glaube ich. Ich bin wirklich jetzt schon im Hockey. Muss ich allerdings sagen, in dieser Saison habe ich mich wirklich nicht so... Und ich habe immer ein bisschen Mühe mit dieser WM einfach so im Mai. Ja, wenn es Sommer wird, gibt es jetzt ein Wochenende gegen 25 Grad, etwas plus minus. Man ja. Zuerst mal vielleicht sogar schon in Party. Und nicht in Hockey. Also das ist wirklich für mich so ein Mysterium, aber natürlich eben, man muss sich da ein bisschen der NHL anpassen und so weiter und so fort. Und da sind wir ja jetzt froh, hat man... Josle kommt! Roman Josi, definitiv heute Abend hat er es verlauten, der Verband, der I. Nein, aber nicht der SIHF ist es ja, der Schweizer Eishockey-Verband, der mit einem Video kommuniziert hat. Roman Josi stößt zur Schweizer Nationalmannschaft und zwar ist es, ich glaube noch heute Abend. Rückt er schon ein. Am Mittwochabend fliegt er nach Prag, also heute Abend. Ja. Der kann er spielen. Und ey, so, also der ist einfach so brutal. Hast du jetzt gesehen, glaube ich, die letzte... Das letzte Mal war ich, glaube 2019 mit der Nazi an einer WM gewesen. Und hat jetzt die Abschneidung nicht mehr. Aber in den letzten Jahren, er hat einfach schon halt gefällt. Einer, der so ein bisschen, weißt, auch ein bisschen die Routine mit sich bringt und wo... Ja, plus eine Verteidigung, die derart offensiv Score-Qualität mitbringt. Das ist, er ist schon überragend. Wie viele Spiele hat er jetzt für Preds? 1000. Ja, glaub, du hast, oder in dieser Saison Bilanz ist wieder fantastisch, ja. Ist wertvollster Verteidiger von der Liga. Also das sind halt einfach so Landmarks, so Pfeiler, wo du einfach nicht kannst drauf verzichten. Und ich glaube, der Patrick Fischer ist unheimlich froh, dass er in diesem Turnier, wo ja übermorgen losgeht. Oder warte, jetzt übermorgen? Oder ist schon heute losgegangen? Nein, übermorgen geht es eben los, genau. In Tschechien. Hast du in der Tschechei? Ja, wirklich in der Tschechei, würde ich sagen. Hat man ja früher noch gesehen. Ja. Also auf so einen musst du einfach können setzen. Bist du noch am Nachschauen nach der Statistik? Nein, aber wirklich, ja, die erste Runde, was ist das Eröffnungsspiel? Wenn ich etwa Schweiz-Norwegen... Ja, das kann ich dir sagen, Schweiz-Norwegen. Slowakei, Deutschland. Ja. Tatsächlich. Yes. Ja, eben, also gut, Norwegen muss man packen, aber Achtung, sage ich, in der Gruppe selber. Also, die Schweiz spielt ja alles in Prag, in der Gruppe. Erst ja, aber wieso ist das ja, ist okay, im Fußball ist es wirklich immer so, meistens Gastgeber spielt gerade als erstes, aber Jim Tschechen gegen Finnland erst am Abend. Ja, ja, ist ja logisch. Gut, das ist der Primetime. Genau, aber das ist der Primetime mit immer, ist eigentlich immer der Gastgeber dran. Ja, das ist die Tag. 20 ab 4 Spiele. Wobei, die gehen noch, gibt es wieder so Vormittagsspiele, die haben wir aber noch schauen. Ja, 12:20, wobei, das ist Mittag. Dänemark. Schweiz. Ja, stimmt, das ist der Nenner. Was ist das? 18. Mai. 18. Aber es hat doch immer 11:15, die haben mich auch noch lustig gedacht. Ja, nein, come on. Aber ja, eben, also... Es ist 20 ab 12 in der Finalspielzeit. Ja, da kann man zuerst noch heute schnell ein Schnippo reinfräsen und dann genau, direkt auf die Schlucht. Aber das ist dann schnell schon 20 Minuten, zack.
Österreich, Kanada, Tschechien, Dänemark, Finnland, Großbritannien und Norwegen Gruppengegner. Man muss unter die ersten vier kommen, einmal mehr, für das man sich kann für die nächste Runde qualifizieren. Dürfte eigentlich, oder sollte für die Männer von Patrick Fischer kein grosses Problem sein? Ja, vier Mannschaften. Also Österreich lässt man hinter sich, Dänemark, Großbritannien, bitte. Und Kanada, bitte! Norwegen, ja, Schweiz-Norwegen ist schon recht wegweisend. Das ist genau, das ist das erste Spiel und das wird extrem wegweisend sein, sage ich eben auch. Und dort einfach schon mal Horti, so eine 4-1, mal Horti Statement setzen und dann sind wir schon mal auf Kurs, oder? Und dann eben Österreich wegputzen, also nicht despektierlich. Ja, bei der Magier. Ist immer noch der... Der Hugo Bader. Ja, aber nein, sein Assistent meine ich mehr. Geil, sage ich nur. Geil? Ja, ich habe gesagt, der ist geil. Ein Kulttrainer. Ah, der Arno, ja. Der Arno. Natürlich, Arno Del Curto, ja klar. Jetzt bin ich mich vom falschen Fuss verwünscht. Ja, und dann, okay, gut, der dritte Match gegen Tschechien, das wird... das wird immer so Gradmesser geben, ganz klar. Nein, gegen Großbritannien muss man wieder einen Sieg einfahren. Gegen Dänemark musst du halt einfach auch schlagen, wenn du... Ja, wenn die Dänemark ist auch so eine wegweisende so eine Norwegen. Match, wie Norwegen. Ja, und dann Kanada und Finnland gegen hinten raus. Ja, da kann man dann auch noch wieder. Aber eben, wie gesagt, einfach mal... sich für die nächste Runde qualifizieren können. Natürlich wieder nicht dabei, aufgrund von der Kriegspolitik Russland und Belarus. Und was ich halt schon interessant finde, dass sich einfach Grossbritannien wieder hochgesneakt hat. Die Lift-Mannschaft, die Lift-Nation schlechthin, ja, oder? Ja, die zweite WM wieder dabei. Und interessant finde ich, also ich bin gespannt auf Polen. Polen hat sie aus der zweiten Division hat sie die erste geschafft, oder? Gruppe B. Polen, Kasachstan, Lettland dort. Ja, die Aussenseiter. Welche Frankreich auch noch. Also ich finde jetzt die Schweizer Gruppe fast stärker. Also ist schon stärker, eine Gruppe oder? Mit Frankreich, Kasachstan, Polen, wobei Lettland, da darf man natürlich nicht unterschätzen. Kasachstan und Deutschland haben aber auch, also Deutschland sowieso, aber auch Kasachstan hat das ein oder andere Ausrufezeichen schon gesetzt, hat halt einfach meistens gegen die grossen Nationen. Aber gut, Schweden haben sie doch geschlagen, oder nicht? Nee? Vor irgendwie letztes oder vorletztes Jahr. Und dann eben Schweden, USA, Slowakei, sie hat ja schon grosse Namen. Aber es wird alles wieder über Kanada gehen. Ja, das denke ich auch. Jo, wir drücken der Nazi natürlich die Däume. Weißt du, ich werde jetzt mal der Akira Schmid im Goal sehen. Ja. Das nimmt mich jetzt wirklich Hunger. Ist ja auch mit dabei. Was ich wirklich gerne mal sehen. Muss ich zugeben, ich halt einfach so in der NHL war so ein bisschen ab dem Radar gewesen, aber eben, man hat immer gehört, man weiss, unglaubliches Potenzial. Akira, wenn ich dann höre, das Zwischenmusikli, das könnte ich sicherlich so zusammenschneiden. Von wem ist das? Ich glaube, von Akira Wyclef Jean. Akira. The Hips Don't Lie. Genau. Und weißt du, oh Achtung, der kommt ganz flach. Füße rauf. Wenn wir dann gegen Österreich spielen und der Spruch dann einer von der Ränge oben abkommt, dann frage ich dich, du, wieso machen die jetzt von den Fans immer eine Autowerbung? Akia. Akia, sehr schön. Ja, du bist auf der Spur auf dem Pitch. Ach Gott, ganz schlecht. Nein, hervorragend. Hey, last but not least, habe ich noch heute schnell, das wollte ich jetzt wirklich noch schnell nachholen, weil ich habe so viele Nachrichten bekommen, unter anderem ist es der Simon gewesen. Simon Ifenegger, oh, das ist jetzt wirklich einfach frisch, der hat mir schon irgendwie vor 10 Tagen, wir haben doch mal noch gesagt, wir wollen die besten Sport-Apps ja, kühlen. Ja, jetzt sind wir schon bei dir. Darf ich dir das? Komm, ja, jetzt können wir das wirklich, jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit. Ich gebe das dir jetzt ab. Und wir machen es so, zuerst mal die Nachricht vom Simu, so schicken. Jetzt kommt wieder. Es geht natürlich auch vom Hockey, PostFinance Topscorer heisst das App und macht recht Spass. Aber gut, das ist natürlich, man hat ein Budget und muss sich ein Team zusammenstellen und dann gibt es Live-Punkte. Also zum Beispiel, man kauft der Scherwe, wenn er dann ein Goal schießt, gibt es Plus-Punkte, Strafe gibt Minus und so. Ist mega cool. Ist so ein wie ein Sportchef. Das ist ähnlich wie Kicker-App, halt einfach in der Bundesliga mit Shooten. Merci Simu an dieser Stelle mal noch. Wir sind dran. Habe ich da noch weitere? Ja, es sind so viele App-Vorschläge reingekommen.
darum, komm, wir sammeln das einfach mal. Und ich, aber wie gesagt, ich werde das jetzt dir übergeben. Ja, und dass wir wirklich, wenn analysieren. In der Super League der Meister erkoren worden ist, wenn die Hockey-WM durch ist. Dann haben wir ein bisschen saure Gurkenzeit. Genau. Und dann tun wir mal wirklich die Apps. Und dann tun wir wirklich mal alles und bitte. Bei der ehemaligen FC Thun-Präsident Kurt Weder würde ich sagen, knallhart analysieren, evaluieren und dann entscheiden, was die beste von diesen Apps ist. Das hat er mal gesagt, was darum ist gegangen, ob man den Longo Schönenberger entlässt, was ich glaube, irgendeine Niederlagenserie hatte. Nach einer Niederlage zu Aarau, wenn ich ihn das eben gefragt hätte, gesagt, wir die Situation analysieren, evaluieren und dann knallhart entscheiden. Man bist jetzt fast ein bisschen traurig erster drin. Hast du noch Kurt Weder einen legendären Präsidenten? Wann war das gewesen? Das ist auch noch zu Latour-Zeiten. Nur zwei. Gut, der wäre ja schon noch an Schurke. Ja, Kurt Weder. Er ist ab und zu an so Fußball-Anlässe. Let me google that for you. Kurt Weder. Und vor allem Combox war aber auch ganz schön. Da ist Combox von so einer Kunstpause. Kurt Weder, muss ich unbedingt mal wieder. Hast du ihn gefunden? Und er ist der Champions League. Ich weiß nicht, ob Architekt ein bisschen übertrieben ist. Hast du das herausgefunden, von wann bis wann? Oh, jetzt bin ich auf der Gemeindeverwaltung von der Gemeinde Diepholzau gelandet. Aber der ist nicht der jetzt noch Gemeindepräsident? Nein, ich glaube es nicht. Der ist Hauswartung, Weder Kurt. Das stimmt auch nicht. Gib Kurt Weder FC Thun. Du wirst ihn sicher noch kennen. Kurt Weder FC Thun. FC Thun lässt Kurt Weder fallen. Ohne legendären Spruch. Im Thun ist nur noch etwas stärker als der Föhn. Der Nied. Schwer für Unfall. Ja, das ist aber auch schon ein Zeitchen her. Ja, ich glaube, irgendwie umgekehrt im eigenen Haus. Aber es geht zum Glück, hat er sich immer komplett erholt. Von diesem Sturz, das ist schon sicher etwa 10 Jahre her. Arsenal, ja. Genau, Arsenal, Nelson Ferreira. Zwischenzeitliche Führung, glaube 63. Minute, so eine halbe Flanke, glaube ich, in den Strafraum reinflanken und dann geht der Ball trollt ins Goal. Aber dann Bergkamp, glaube noch Doppelschlag, dann ist immer 2-1 für die Gunners gewesen, für Arsenal. Kurz vor Schluss. Komm, eben, so schöne Geschichte. Wirklich noch eine Schurte schnell einen Abschluss zu diesen Apps. Bitte schickt, es ist egal, also es muss ja nicht nur ein Spiel sein, sondern auch eben Scores, also zum Beispiel Ticker-Apps. Egal, Ticker. Wenn ihr wettet, kann man ja auch Sportwetten, Sportticket, einfach alle Apps, die irgendwie etwas mit Shooten oder Hockey oder so am Hut haben, mal, wenn sie geil finden, schickt uns einfach mal heute den Namen von dieser App via Instagram am gescheitsten. Ich habe es immer noch nicht gemacht, ich habe immer noch keinen Instagram-Account von unserem Podcast auf, ich muss das ist wahrscheinlich mal machen. Das ist eine Sport-App, wo wir bis jetzt so sagen, ist doch keine Sport-App ist, welches? Sport. Teletext. Ja, genau. Aber der Luzi wird Teletext die Ring. Du einfach bitte schicken via Instagram. Sind wir verlinkt in den Shownotes, wie immer. Sonst auch noch kurz schnell, wenn wir schon an dem Administrativen dran sind, würde ich uns natürlich wahnsinnig freuen, wenn uns würdest raten via Spotify, via Apple Podcast, egal dort, wo du Podcast hörst. Kommentar freuen wir uns immer wieder. Wirklich? Ich habe das noch nie aufgetragen. Keine Ahnung, bis so eine Technik kommt. Ja, aber ich mache es natürlich. Gibt es wirklich Kommentare? Hat da schon irgendjemand etwas geschrieben? Ja, sicher. Ja. Sind wir tablet oder es ist jetzt cool. Es gibt solche, die immer mal wieder einen Kommentar hinterlassen. Lieber Grüße an Pirmin zum Beispiel.
Zurbrücker, Frage mit Pirmin, wenn du zulässt. Er hat übrigens schon darauf geantwortet. Seine Eltern, er hat schon eine, weiss ich noch, er hat schon mal gesagt, er sei nicht der Zurbrücker Pirmin. Aber er heisst vielleicht Pirmin, weil seine Eltern grosse Fans sind. Größtwahrscheinlich. Pirmin. Größtwahrscheinlich. Und ich nehme es jetzt auch persönlich, wenn er jetzt aufgrund von dieser minütigen Ansage über Pirmin nicht noch einen Kommentar wird hinterlassen würde, würde sagen, er sei nicht vom Zurbrücker. Oder nicht der Zurbrücken. Ja, unbedingt schnell ein Rating geben und yes, dann spielt uns der in diesen Podcast-Historien noch ein bisschen führen und das wäre uns auch geholfen. Und, darf ich das schon sagen? Du darfst schon sagen, da. Wobei, du jetzt gerade den Finger so, sind wir schon bei der Minute 10, bei der Stunde 10. Und das sollte wirklich jetzt noch so ein Zückerli sein. Es wird uns in diesem Sommer als Podcast in Anführungs- und Schlusszeichen zum ersten Mal live auf der Bühne geben. Oh, da bin ich jetzt schon ein bisschen nervös. Wo sage ich jetzt noch nicht, aber es wird eine geile Geschichte. Und wir sind das alles noch am Organisieren. Und wenn es jetzt nicht klappt und uns da schon gross angekündigt haben, dann stehen wir aber mit abgesagt. Ja, aber wir haben ja noch nicht gesagt, dass es das Schwammending im Kreis tief ist. Nein, ist natürlich nicht. Dass es das Bruck im Hirschen ist. Bruck im Hirschen. Wobei ist Schwammending überhaupt im Kreis 5? Keine Ahnung. Wenn es wäre, wäre es ja Pleonasmus. Nein, Schwammending ist es nicht. Es hat mit der EM zu tun, das darf ich jetzt schon mal sagen, werden live auf dritter Hand, das ist geil, ich freue mich wahnsinnig fest drauf. Und sobald natürlich das Zeug ein bisschen mehr spruchreif ist, sobald die Tinte definitiv getrocknet ist und nicht noch mit Tintenkiller oder mit Tipex ausgelöscht oder überstrichen werden kann, ja, gibt es mehr Infos hier, oder? Ja, grosse Vorfreude. Wäre auch geil, mal die Leute einfach mal zu sehen. Mal live zu sehen. Ja, würde uns freuen. So, hey, es hat mir gut getan. Ja, ein bisschen ablenken. Ja, ist cool. Ja, jetzt habe ich schon. Mehr geht es wieder nicht zu sagen. Ich wäre ein miserabler Psychologe, merke ich jetzt. Machen wir den Deckel drauf? Den machen wir drauf. Herzlichen Dank. Ich freue mich jetzt schon wieder auf die nächste Ausgabe. Ja, gleichfalls. Salut, salut, salut. Salut, salut, salut. Ersatzbankgeflüster. Mit Energy-Sportreporter Luzi Fricker und Energy-Moderator Roger Schürch. Bis nächste Woche.